Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Intermezzo von Hausflipper. Es gab ein Update mit drei neuen Aufgaben. Die wollte ich mit euch jetzt in diesem Part bzw. auch im nächsten Part machen, weil ich nicht weiß, wie lange wir für die Aufgaben brauchen. Wir sind immer noch im Umbau von meiner Hütte. Und das kann auch eine Weile dauern. Aber ich möchte ganz gern einfach mal jetzt hier schon mal E-Mails, gibt es nämlich drei neue Aufgaben. Und das wollte ich mit euch dann zusammen machen. Fangen wir mit dem Garten-DLC an, weil das kam nämlich als erstes. Lisa Fischer. Demo Garten-DLC. Hallo, ich brauche deine Hilfe beim Aufräumen des Gartens. Die früheren Arbeiter haben viel Ausrüstung liegen lassen und die Terrasse verwüstet. Ich hoffe, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass du meinen Garten zum schönsten in der ganzen Nachbarschaft machen wirst. Akzeptieren. Und ja, dann machen wir das doch mal. Ich bin gespannt. Es geht ja hier nur um den Garten. Und es gab drei neue, also drei Aufgaben und ich glaube auch ein neues Haus. Da müssten wir gleich mal gucken. Weil ich habe ja gesagt, hier, ihr könnt, ja, zum Beispiel, ihr könnt ja immer noch abstimmen, ne? Also, ihr könnt abstimmen, ob wir, welches Haus ich versuchen soll zu bauen. Ich bin sehr gespannt. So. Ein stilvoller Hocker? Ah ne, Quatsch, erst das andere. Hier. Ist ja mal wieder was ganz anderes. Das finde ich aber eigentlich auch ganz schön so. Und jetzt noch eine Blümelein drauf. Und dann hatten wir das schon mal. Räumen den Müll auf. Was für ein Müll? Also das hier wahrscheinlich, ne? Nee. Also hier ist zur Hälfte immer. Oh, das ist aber laut. Moment. Muss man ganz kurz mal ein bisschen runterschalten. Immer noch laut, ne? Ach, Mensch. Mensches Kinder. Es kommt davon, wenn man verschiedene Spiele spielt, die dann alle unterschiedliche Lautstärken haben. So, das ist schon mal. Räumen wir den Müll auf. Hier geht's weiter. Überall Müll! Was sind denn das bitte schön für Handwerker? Unkraut kann weg. Kommt gleich auch noch so eine Aufgabe wie mähen den Rasen? Ja, ich sehe schon. Mähe den Rasen. Ey, da würde ich mich ja beschweren. Ey, das wäre so ätzend. Stellt euch mal vor, ihr holt euch Handwerker und dann hinterlassen die das so. Das geht gar nicht, finde ich. Das ist so eine Arbeitsmoral, die sollte es einfach nicht geben. Dass wenn du halt schon kommst, ne, und alles dreckig machst, dann solltest du vielleicht auch. Kann ich das verkaufen? Jo. Dann solltest du wenigstens noch den Anstand haben und sagen, hier komm, wir machen dir das wenigstens noch sauber. Weil so das hinterlassen, ich finde, das geht gar nicht. Du kommst ja rein. Es gibt ja auch die Leute, die tatsächlich ja, bevor Handwerker kommen, die räumen natürlich nochmal komplett die Bude auf, ne? Weil es geht ja nicht an, dass im Prinzip man ja eine dreckige Wohnung vorweist. Was ich verstehen kann. Aber sind wir mal ehrlich, jedes Mal, wenn du denn so Handwerker zu Hause hast, die denn erstmal alles zerstören und kaputt machen. Und dann der ganze Dreck rumfliegt, dann denke ich mir auch manchmal so, eigentlich lohnt sich das gar nicht zu putzen. Wieso putze ich überhaupt? Das hatte ich die ganze Zeit jetzt auch immer, wenn draußen die Handwerker rumgewurschtelt haben, denke ich mir so, wozu Fenster putzen? Ich meine, wäre zwar schön, mal durch die Fenster zu gucken, aber ganz ehrlich, jedes Mal, dann wird die Straße gemacht, dann wird irgendwas an der Fassade gemacht. Dann ist wieder die Straße dran und keine Ahnung, und dann der Hausflur und du denkst so, oh, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach darauf gar keine Lust mehr.
Dann warte ich lieber, bis die komplett richtig fertig sind und sage dann so, jetzt lass mal Fenster putzen. Weil als die hier die bei uns die Straße aufgerubbt haben, ich habe Fenster geputzt. Ey, das Wasser war nach zwei Fenstern, war das so dreckig. Das war so dreckig, das war der Wahnsinn. Ein Wunder, dass wir überhaupt rausgucken konnten. So, wo ist denn jetzt hier was, wo noch Rasen gemäht werden muss? Es sieht eigentlich... Ach, wahrscheinlich hier so. Nee, jetzt ist immer noch Rasenmähen dran. 97%. Ich gucke eigentlich eher auf... Aha, ich habe da so ein kleines Ding gesehen. Hier hinten noch so ein bisschen, so. Dann gucken wir mal, wo jetzt hier so... Es sind ja immer so mehrere Teile, ne? Also hier vorne habe ich... Das ist fertig. Dann kommt... Der Bereich. Ich soll den Baum hier fällen. Ich soll den Baum hier fällen. Moment, hab ich nicht. Drohne, Greifhaken. Schade. Wollte gerade sagen, ich hatte doch irgendwie eine Axt, Kettensäge oder so freigeschaltet, oder? Also. Die durfte ich denn jetzt aber nicht mehr benutzen, Abi. So, fälle den Baum. Das war's? Nichts kommt mehr? So, das ist dann schon mal sauber. Genau, wo stellen wir dich hin? Stellen wir dich hier hin? Dann kommen die vier Tische dahin, also vier Stühle da. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab doch Sessel gesehen. Hier, Schaukelsessel. Ah, komm, kann hier so hin. Weiß nicht, ob man die Tür da aufmachen kann. Ich hoffe jetzt mal nicht. Sieht aber auch eher nach dem Fenster aus. So, du kommst dahin. Und die Juckerbäume. Zwei große. Und da einer hin. Und da einer hin. Und die Bäumele. Voilà. Guck mal. Noch irgendwas? Echt? Das war's schon? Ja gut, dann beenden wir mal den Auftrag. Gute Arbeit, Flipper. Schlamm, Unkraut und Maulwürfe. Das macht dir alles nichts aus. Es ist Zeit, dass deine Karriere floriert. Probier mal mit neuen Werkzeugen. Probier mal mit neuen Werkzeugen. Okay, probier's mal mit neuen Werkzeugen. Kann ich lesen. Lege Blumenbeete an und baue Steingärten. Entwirf deinen Garten und gewinne Wettbewerbe. Dies und viel mehr findest du im Garten-DLC. In diesem Beruf präsentierte neue Funktionen sind nur im DLC verfügbar. Na gut, dann werden die anderen Aufgaben wahrscheinlich auch relativ klein sein. Weil sie dann wahrscheinlich einfach nur für die Leute, die das Grundspiel haben, wollen sie wahrscheinlich so ein bisschen locken. Ich guck gerade, gibt es irgendwo ein Haus, was ich noch nicht gesehen habe. Kommt mir bis jetzt noch alles ganz bekannt vor. Weil die sagen ja meistens auch nie, so das Haus ist neu, sondern
Ja. Ich glaube, es musste von Grundgame sein. Hab ich. Kevin allein zu Hause habe ich auch. Nee, sieht noch alles ganz normal aus. Oh, das Kamehameha-Haus fand ich so cool. Ich weiß noch, da haben wir gar nichts anderes gemacht. Da haben wir so einfach nur so gesagt, komm, egal. Das Pets, ne? Also hier zwischen den fünf könnt ihr euch nämlich noch entscheiden. In der Zeit mache ich denn hier die fünf. Das UFO und Haus im Maisfeld haben wir schon gemacht. Irgendwo ist auch meins. Nee, gar nicht. So. Ha, lol. Genau. Die wollten wir nämlich noch machen, bevor das hier weitergeht. Gut, dann gucken wir uns das HGTV-Ding an. Guten Tag, ich schreibe dir bezüglich einer Hausrenovierung. Unsere Kinder sind groß geworden und brauchen einen neuen Spielbereich. Unser Schlafzimmer muss auch renoviert werden. Außerdem würde ich dich bitten, ein paar kleinere Dinge im Haus zu reparieren. Ralph Sanders. So, wir müssen ja nichts draußen machen, sondern nur drin. Wo ist die Eingangstür? Da. Hier ist schon mal nichts. Oh, das ist aber ein kleiner Flur. Der ist aber schmal. Sowas liebe ich ja, ne? Du kommst hier rein und stehst direkt vorm Auto. Ist hier irgendwas? Nö. Aber ich sehe schon da, in dem Raum geht's los. Küche? Ich gucke mir einfach nur so ein bisschen auch das Haus an. Einfach. Ein bisschen Inspiration sammeln. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, ne? So. Das Badezimmer. Schlafzimmer. Ach ja, stimmt. Der wollte hier. Was ist denn das hier? Gegenstände verkaufen. Das alles? Aha. Wenig sagen, aber mit den Kindern zusammen in einem Zimmer zu pennen, kann man machen, muss man jetzt aber auch nicht. So, muss das jetzt auch weg? Nee, das soll bleiben. Aber was ist denn? Verkaufen Foto von Teddybären. Ach, da. Streiche in den Farben irgendwas. Und Bodenfliesen. So, was haben wir noch? Montiere Geräte. Erstmal streichen wir, würde ich mal sagen, ne? Erstmal streichen wir. Kann ich? Ohne Greifhaken? Nö. Also, die lassen mir jetzt auch nicht von dem neuen Kram irgendwas. Und du willst alles hier in der Farbe gestrichen haben. Na ja, gut. Warum auch nicht? Oh, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Guck gleich noch in den Wandschrank. Kommt hier noch irgendwas? Nö. Okay. Der Wandschrank ist so herzlich uninteressant für uns. Aber ihr wollt jetzt ein Kinderzimmer. Und. Ah! Mist, jetzt habe ich das mitgestrichen. Egal. Solange es nicht die Decke trifft, ist es eigentlich egal, oder? Was machen wir denn hier auch noch?
Egal, machen wir mit. Das fand ich jetzt aber bei dem neuen, beziehungsweise das, was wir jetzt ja freigeschaltet haben mit dem Farm-DLC, irgendwie cooler. Der hat ja das dann automatisch, wenn wir Paneele gemacht haben, ja automatisch da oben übertragen, ne? Nur noch die Wand? Na gut. Dann müssten wir es aber haben. Und dann erst die Vorhänge aufbauen, weil sonst kann man echt nichts richtig hinstellen. So. So, der schmale Vorhang zum Einbauen ist wahrscheinlich du. Eins, zwei, drei, vier. Weiß geht immer. Und da wir schon so viel Lila haben hier in dem Raum, wäre jetzt noch lila Vorhänge, wäre ein bisschen too much. Man muss auch ein bisschen Akzente setzen. Und weiß und schwarz geht immer. Voilà, da. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt reinkommt. Aber wahrscheinlich sind jetzt die Kinder groß genug, dass man sagt, okay, wir können die jetzt in einem normalen Bett machen. Nochmal Wände, schwarzes, weißes Holz, graue Buche, graues Holz. Ja, komm, lassen wir mal so. Wenn da die Tür reingeht, ne? Na ja, komm, lassen wir es einfach da bei dem Bett. So, zwei Nachttischchen. Hatte ich jetzt graues Holz? Ja. Ich finde, das muss schon passen, sonst, also, wenn das nicht zusammenpasst, ist es auch nicht so schön. Da müssen die Möbel schon zusammenpassen. Obwohl ich ja bei meinem eigenen Haus, Häusern, in letzter Zeit ist mir das aufgefallen. Konzeptveränderung, da die Kinder jetzt aus unserem Schlafzimmer ausziehen und ihr eigenes Zimmer bekommen, wollten wir den Raum umgestalten. Sorgen wir für etwas Abwechslung, okay. Hier abseits der Kinderzimmer ein Büro hinzufügen, könnte die perfekte Lösung sein, um ganz in Ruhe zu arbeiten. Ein Schlafzimmer und ein Ruheoase im Eim, die perfekte Kombination. Komm. Ja, wir geben dem Mann den Vorschuss. Hängender Fernseher. Weil ich finde schon, dass so, wenn du jetzt da noch arbeitest, dann ist das so, weißes Holz, graues Holz. Ne? Also, wenn du im Prinzip Schlafzimmer und dann, ich habe ja mein PC auch im Schlafzimmer, das nimmt so ein bisschen so. Es ist halt nicht so cool. Aber was willst du machen? Ne? Was willst du halt machen? Ich jeder so aufs Bett legen. Also nicht in Gold, mein Freund. Übertreib es mal. Das Sitzkissen. Blümelein dahin. Graues Holz. Dann kommt hier, ich weiß nicht, da kommt wahrscheinlich das Sitzkissen denn hin, ne? Das kann ja so dann vor dem Bett. Obwohl das ein bisschen komisch ist, aber okay.
Ach, da steht Dings. Nicht mein Favorit, sage ich ganz ehrlich. Das wird gefühlt schon wieder so ein bisschen too much alles. Für den kleinen Raum finde ich das schon wieder viel zu viel. Eigentlich wollte ich eine Box da so hinstellen. Also hier so in der Ecke, also so flankiert für das Ding. Aber wie soll ich die denn da jetzt noch hinkriegen? Emily, gib mir mal dann. Dingsbummens hier. Ne, es ist einfach zu viel des Guten. So, das Sofa hätte nicht sein müssen. Und dieser Schrank vielleicht auch nicht unbedingt. Aber okay. Er wollte das so. Hier oben sind wir denn so fertig. Na, hier war ja Küche. Da war Garage. Da ging es raus, ne? Ja. Und die Kinder ja hier, gab es ja hier jetzt die Küche. Hier ist nochmal ein Badezimmer. Obwohl ich das jetzt hier auch schon so mega eng finde alles, ne? Aber was willst du halt machen? Triff Entscheidungen. Gegenstand verkaufen. Erstmal alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Schicker Fernseher. Deckenventilator. Lampe. Lampe. Und jetzt treffen wir Entscheidungen. Ein geteiltes Schlafzimmer schafft mehr Platz und wird ihre brüderliche Bindung sicher fördern. Getrennte Schlafzimmer bieten viel mehr Privatsphäre. Ich meine, die sind ja noch klein, dann können sie sich das teilen. Die Privatsphäre können sie dann immer noch haben später. Würde ich mal sagen. Oder? Ich meine, der Mann hat seinen Willen im Prinzip oben gekriegt, im Schlafzimmer. Und jetzt kriegt die Frau ihren Willen hier im Kinderzimmer. Ich finde, das ist nur fair. Und dadurch, wenn man das jetzt nicht so teilt, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Platz. Bezüglich dem, was denn hier reinkommt. Ich habe nämlich jetzt schon Angst, dass die hier alles reinhaben will. Wenn die jetzt sagt, jedes Kind braucht so seinen eigenen Schrank, dann denke ich mir so, nein, brauchen sie nicht. Die brauchen vielleicht so zwei große Schränke und dann war es das. Ich meine, die können ja ihre Klamotten... Es sind wahrscheinlich Zwillinge oder so. Und dann kann man doch genauso gut sagen, hier komm, die können doch am Anfang, besonders wenn sie jetzt eh Babys sind, oder sagen wir mal so Kleinkinder, dann wachsen die so schnell, da lohnt sich das gar nicht so wirklich für jeden immer extra was zu kaufen. Dann würde ich doch sagen, hier komm, T-Shirts, Fünferpack, Attacke. Na schön, das Etagenbett. Aha. Matratzen schwarz. Diesen weiß. Aber so. Matratze schwarz. Kissen weiß. So. Schubladen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das denn so. Nee, schwarzes Holz nicht. Graue Buche, graues Holz. Blödes Timing. Kann ich.
So, kann man das so lassen? Denk schon, oder? Ja, passt schon. Jetzt habe ich keine Ahnung. Aha, jetzt habe ich Ding schon wieder vergessen. Ja, vielleicht doch lieber das Einzelne. Passt besser. Passt besser. Rechteckiger Teppich. Ja, komm, als ob. So, erst den Teppich drauf. Denn die Lampen. Da kann eine Lampe hin. Da kann eine Lampe hin. Was ist das hier? Schildkröte. Schränke. Oh, ich hasse diese Schränke, ne? Ich finde die nicht schön. Bin ich ganz ehrlich, ich finde die nicht schön. Weil die Farbe einfach zu krass ist. Ich finde die Farbe too much. Warte, davon brauche ich ja zwei, ne? So, wo war es noch? Davon einen. So, dann machen wir das so. Dann kommt da einer hin. Du in der Mitte und du kannst gleich daneben. So. Die zwei Schränke. Was ist das? Ach ja. Das machen wir, glaube ich, zum Schluss. Da haben wir einen Schrank. Machen wir das so. Grundlage, einer kriegt grün. Ich wollte eigentlich am liebsten es hier so haben. Obwohl, den machen wir mal blau in der Mitte. Aber das geht so nicht. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Hätte es cool gefunden, so. Also, ne? Schreibtisch, Schrank, Schreibtisch. Ja, vielleicht machen wir mal so einen kleinen Absenker daneben und du kriegst Grau. Und Grundlage weiß. Und kommst denn hier so hin? Aber dann stehen die sich auch wieder so im Weg, ne? Ach, Menno. Menno, Menno. Du kriegst hell und den grauen. Und du kriegst hell und grün. Könnt ihr euch ja so ein bisschen auskeksen. Denn die Schreibtischlampen natürlich, ne? Wie soll es auch anders sein? Oh je. Ich finde, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen so. Und dann nehmen wir noch einen blauen. Der kann ja da so in die Ecke. Ist jetzt nicht das schönste Zimmer, aber was soll's. Gute Arbeit, Flipper. Dein Projekt ist großartig geworden. Was hältst du von einer eigenen TV-Serie auf? HGTV. Renoviere so, wie du willst. Wie wäre es mit einem Strandhaus? Das Design ist dir überlassen. Du bist der Star. Die Vorher-Nachher-Fotos zeigen das Ergebnis. Schau dir an, was es Neues gibt mit dem HGTV-DLC.
Okay. So, was sagt die Uhr? Oh, komm, erst halbe Stunde. Komm, jetzt machen wir noch das Letzte. Ich weiß nicht. Ich muss dann halt nochmal gucken, ob da wirklich ein neues Haus bei ist. Aber gut, dann machen wir jetzt noch das Luxus-DLC. Boah, ich weiß noch, das Luxus-DLC hatte mir meinen Spielstand zerschossen. Ich war so ärgerlich, ich war so sad deswegen. Hey, ich muss das Haus fertigstellen, das ich vor kurzem gekauft habe. Der Designstil, den ich will, scheint vielleicht nicht zu einem Ocker wie mir zu passen. Aber keine Sorge, ich werde dir ein paar Referenzfotos schicken. Für den Auftrag wirst du natürlich auch anständig bezahlt. Peace, Johnny Robinson. Hey, Mr. Robinson. Oh, wie geil im Pool. Das Haus sieht aber nice aus. Für das Geld, das du verdienst, kannst du dein eigenes Haus kaufen. Weiß ich. Und das weiß ich tatsächlich. Left by the previous crew. And that Violet, they came out of the blue with it. Totally not what I wanted. I hope you'll get it right. The bedroom should stand out. Let's go crazy with vivid colors. Keep the rest of the house in whites and grays. You know, classy. You may be wondering why a graying Rockman picked such a house. It's simple. I need a place to write my music in peace. Also, the pool is pretty cool, huh? Not to mention the view. Look, you can even see my yacht. Which is handy in case my kid wants to throw one of his parties there. Fern vom Rock, okay. Ach, ist das vielleicht das Haus? Denn später? Das, ich finde das schon ziemlich nice. Muss ich ja gestehen. Aber es kommt mir auch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich weiß es nicht. Na gut. Dann fangen wir mal an. Was er sagt. Mach mal auf hier das ganze Ding. Das entfernen wir mal. Was möchte er denn haben? Wir nehmen den hier. Ja, die Verschmutzung kommt noch. Da ist es in Ordnung. Machen wir schnell Putzi Putzi. Warte, hier ist noch irgendwo, wo Putzi Putzi gemacht werden muss. Da in der Ecke auch noch. So, der Wandbelag. Was möchtest du denn? Finde ich, glaube ich, cool, aber ich glaube, das war noch. Nee, komm, wir streichen lieber. Ich glaube, es ist in diesem Fall besser zu streichen. Weil ich erinnere mich, ich glaube, es war halt so, dass ich jetzt, dadurch, dass es ja eine Demo ist, kann ich ja nicht auf die Sachen zugreifen, die ja jetzt in dem Farm-DLC sind. Darum machen wir, glaube ich, lieber streichen. Das geht schneller. Ich hoffe, der will jetzt auch nicht so die krasse Einrichtung immer haben. Das wäre ja so ein bisschen blöd. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen wirklich nur so Aufgaben. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns einfach die Zeit und machen das Haus auf jeden Fall in Ruhe fertig.
So. So, das muss noch. Und nee, das habe ich schon. Okay. So, was haben wir denn hier? Was willst du in der Ecke da haben? Was willst du hier? Und hier? Okay. Nehmen wir doch tatsächlich hier. Davon mal ein. Und kann ich denn so ein kleines Tischchen? Haben wir so einen ganz kleinen Tisch? Die sehen alle so groß aus, ne? Mhm. Ah, dann nehmen wir die Lampe. Nehmen wir. Was? Der will. Ach, echt jetzt. Achso, da will er nur ein Blümchen. Dann nehmen wir hier das Blümchen. Da hatte ich jetzt aber auch die Lampe Dings hingemacht, aber das macht nichts. Kann ja mal ein bisschen versteckt sein, ne? So. Das mag ich halt so, ne? Du kannst halt einfach sagen, okay, so und so will das haben. Fertig. So, fertig. Was will er hier rein haben? Was? Reiche? Schwarze Fliesen. Aufgaben. Ach, meine Vorratskammer. Stimmt. Ach, das hier soll ein Bad rein. Ja, sag's doch. Ich glaube, weiß und M reicht. Ich hasse Bäder. Bäder sind immer so blöd. Ja, wenigstens muss ich nur streichen. Aber gut, hier ein Bad reinzumachen, macht natürlich Sinn, ne? Weil das Fenster ist ja so schön hoch, da kann ja auch keiner reingucken. Dann geht das schon wieder. Aber Bäder sind so, das mache ich so am wenigsten hier, am liebsten. Was will er denn haben? Der möchte eine Toilette, eine Badewanne, eine Spüle. Ja, easy going. Ah, die Badewanne kommt direkt. Dankeschön. Da so hin. Und dann hauen wir dem da hier so eine schicke Badewanne da direkt rein. Ne? So, das sieht doch gut aus. Dann im Prinzip, er hatte hier doch irgendwo einen Schrank. So kommt das Schränkchen hier hin. Dann wollte ich die Spüle denn genau da nehmen. Ich hoffe, dass er genau die Spüle haben möchte, die ich jetzt mir ganz gerne wünsche. Ja. Aha. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dass er nämlich passend zum Schränkchen denn auch die passende Spüle aussucht. Das ist doch nicht wahr. Ne, die hängt da jetzt ein bisschen komisch, aber was soll's. Es passt. Es passt so gesehen. Mehr oder weniger. Der Spiegel kommt genau da drüber. Handtuch. Das kommt dahin. Wie viel wollt ihr davon? Eins noch, na gut. Die Toilette kommt direkt dazu, daneben. Weil ich meine, was soll das dahin? Das ist schwachsinnig. So, fertig. Dann kann hier nämlich der Handtuchhalter hin. Obwohl, hat er noch andere Handtuchhalter? Nee, ne? So, hier aber in grün, dann kommt der Handtuchhalter hier so hin.
Weil er ja nämlich hier schon den Seifenspender und sowas hat. Kann ich das da so drauf tun? Obwohl ich ja Rechtshänder bin. Ich mag das lieber, wenn der Seifenspender da ist. Die Klobürste in grün. Die kommt daneben. Armputzbecher kommt da so hin. Und der Klopapierhalter kommt da so. Damit haben wir es doch schon mal. Ich weiß nicht mal den Grundriss hier, ne? Aber gut, das müsste eigentlich relativ fix vonstatten gehen, weil es ist die Garage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie so richtig krassen Kram in der Garage haben möchte. Nee, sag ich doch. Das Ding ist durch. Somit haben wir das schon mal fertig, das schon mal fertig. Ich mache da jetzt mal so Fenster auf. Ach, das ist ein großer Raum, ne? Na gut, dann bringt mir auch nicht viel. Na gut, dann machen wir den hier. Dann machen wir den mal. Aber eins muss man den Handwerkern immer lassen. Die sind immer so relativ kreativ, wenn es darum geht, sich selber so kleine Türchen zu bauen. Und noch irgendwas? Verkaufen, nicht Schalter. Einer. Dann natürlich Verschmutzungen reinigen. Da war eins. Wo war es noch? Da in der Ecke. Und irgendwo auf der Seite habe ich noch was gesehen. Ach, da unten. Und dann kommen die Bodenfliesen. Bäm! So. Wir haben auf jeden Fall schon mal das so die 50% Hürde geknackt. Gegenstand kaufen. Kühlschrank. Ich würde die tatsächlich hier in die Ecke holen. Sowas noch? Schneemann. Küchenstadtschrank. Engenschrank. Der kommt dann wahrscheinlich in. Da so hin. Oh, das ist schon hart. Haben die irgendwo. Ja, hier. Hier in der Ecke. Kommt das natürlich so hin. Der gibt, macht wenigstens gute Vorgaben, wie was zu sein hat, ne? Frage ist, wo kommt das jetzt hin? Hier, da auf der Seite kann es nicht. Das ist Schwachsinn, nicht so. Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen blöd. Hier kommt die Kücheninsel. Jetzt so hingetan, damit du halt hier ein bisschen Platz hast. Und den Kühlschrank. Dass du halt das denn so vielleicht so ein bisschen rüber. Nee. Funktioniert schon so. Also hier muss auf jeden Fall eine hin. Hier muss auf eine hin und hier auf jeden Fall eine. Das Induktionsfeld kann hier so hin. Er will aber jetzt auch nicht irgendwie jetzt die Sachen gestrichen haben oder was? Thank you.
kommst da so hin. Haben wir keine Thekenstühle? Das ist der Esstisch. Ach doch, hier. Dann muss ich jetzt gucken, die hat doch hier eine Couch gehabt. So. Vielleicht das so machen? Dass das jetzt hier so ein bisschen abtrennt und sagt, so hier ist das Wohnzimmer. Esstisch, Essstuhl, Couchtisch. Dann kommt hier nämlich noch der Hängefernseher. Ich meine, das ist ein Rockstar, der darf das. Der darf so einen großen Fernseher haben. Die Lichtschalter noch schön drapieren. Da kann einer hin. Da kann einer hin. Da kann einer hin. Ah, das ist ein Hängeschrank. Nee, da passt er auch nicht hin. Als ob. Na komm, dann guck mal. Hängeschrank bedeutet, du kannst da so hin. Vielleicht verkaufen wir das Bild nochmal und machen das Bild ein bisschen kleiner. So, und den Hängeschrank kann dann noch ein Ticken nach oben. Ja, sieht doch gar nicht so übel aus. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen vermasselt, aber ist egal. So, du kommst in die Küche. Du kommst in die Küche. Du kommst wahrscheinlich dann eher hier so hin. Was haben wir noch? Ein Blümchen. Ja, muss halt auch sein. Dann kommt hier der Esstisch hin. Sieht ein bisschen eng aus, aber passt irgendwo. Geht noch. Geht noch, geht noch. Achso, den muss ich so machen. Der kommt mal da so zwischen. Der kommt da so hin. Ob das jetzt so funktioniert, ich weiß ja nicht, aber okay. Was haben wir hier? Ach, Boxen. Mhm. Ja, okay, das wird schwierig. Mal, du kannst da eine Box hinstellen. Da kommt die andere Box hin. So, dann hätten wir das doch schon mal. Dann ist doch das schon mal voll easy. Also ich finde die Wohnung bis jetzt richtig schön. Muss ich gestehen. Hier kommt wahrscheinlich das Schlafzimmer hin. Und hier wahrscheinlich entweder begehbaren Kleiderschrank oder... Badezimmer. So. Erstmal hier vorne. Ne? Dann hätten wir das. Was möchte er denn? Und kräftiges Grün. Als ob. Ganz ehrlich, das wird nicht gut aussehen. Das ist so dunkel. Das ist zu dunkel. Weil ja auch das kräftige Grün schon so dunkel ist. Auch wenn die Fenster auf der einen Seite so bodenlang sind, ne? Wenn die Sonne wandert. Ich weiß nicht.
wenn die im Prinzip die Sonne da reinscheint, ne, dann ist das hier, dieser Raum, massiv dunkel. Weil das kräftige Grün ja auch nicht sehr hell ist. Ich finde das auch ein bisschen too much dunkel. Erstmal das Bett. Ach nee, das ist das Standregal, okay. Aufgaben. Erstmal Bett. Okay. Das lassen wir so. Vielleicht lieber an der Seite. So, dann kommen jetzt erstmal die zwei Nachttische dahinter. Wieso mussten die unbedingt grün sein? Nee, dann kommt Violett. Nee. Wo ist denn schwarz hier? Was haben wir noch? Zwei Stück? Nee, nicht Gold. Also beim besten Willen nicht, denn aber weiß hier. Spotlights aufs Bett, warum auch immer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Ja. Hat er noch irgendwie Bildchen? So, das hätten wir. 1, 1. 2 hängender TV-Schrank. Okay. Dann machen wir das so. Und dann wird es immer kleiner. Ah ne, das hatte ich in weiß, ne? Aha, okay. Nee, Quatsch, ich weiß, was der will. Dass das da so dazwischen kommt. Du denn da so rein? Das sieht schon nice aus. Das ist schon cool. Das muss man schon sagen. Das ist schon cool. So. So, Blümelein kommt dahin. Jokerpalme kommt. Hier so hin. Und die zwei Vasen. Ne, die kommen da nicht hin. Die kommen da so hin. Das hier finde ich schon mega nice, dass das so direkt durch die Tür geht. Was will er denn jetzt? Ach doch, also es wird ein Kleiderschrank. Er hat nur ein Badezimmer. Und es wird ein Kleiderschrank. So. So kann das bleiben. Der Kronleuchter wird jetzt hier in schwarz gemacht. Jetzt die Eckschränke, ne? Ich hasse das mit den Eckschränken. Okay. Ich gehe davon aus, hier kommt ein Eckschrank hin. Und hier kommt ein Eckschrank hin. Hoppala. Und dann kommt hier so ein großes Ding hin. Da hatte ich jetzt Walnuss genommen, ne? Bitte sag mir, dass ich Walnuss genommen habe.
Mein Gott, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja gut, das ist aber bei den vorgesetzten Häusern ist das immer so wirklich so. Es ist normal, dass das passt. Dass sie das so gut vorgeben, dass das muss halt einfach passen. So. Aber ich finde, das ist jetzt hier schon wieder so unglaublich eng. Wieso passt das denn jetzt auf einmal nicht mehr? Manchmal hat das so einen kleinen Schuss, wenn ihr mal so guckt, jetzt ist das Ding eigentlich zu groß. Weil das hier so ein kleiner Bug ist. Es muss ja passen. Vielleicht war ich zu weit drinne. So, jetzt können wir die noch mal. Weiß und der passt ja im Prinzip. Wir wissen ja, dass es passt. So. Und noch ein. Na gut, der ist ein bisschen zu klein. So. Damit war es das. Ja, ich möchte beenden. Gut gemacht. Gute Arbeit, Flipper. Bahnen hier deinen Weg an die Spitze. Yacht, Lofts, Industriehallen. Neue Räume bedeuten neue Möglichkeiten. Verwende Inspirationsbretter, um es erlesenen Geschmäckern recht zu machen. Vergiss nicht, diese Leute sind die Elite. Vielleicht wirst du Familienerbstücke restaurieren. All das und weitere edle Aufträge im Luxury-DLC. Viel Spaß. Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Im Garten haben wir gar nichts gemacht. Er wollte ja doch nichts im Garten. Es gibt zwei Alpaka-Rassen. Okay. Letztere machen etwa 10% aller Alpakas aus. Oh, das ist sehr schön. Das freut mich. So gesehen war dieser Part jetzt einfach eine Werbung für die DLCs. Voll gut. Das ist unwichtig. Browser. Jetzt gucken wir mal. War das jetzt ein Grundlagenspiel? Eigentlich, es war eigentlich Grundlage, ne? Hier ist es, das perfekte Ferienhaus. Das ist neu. Ja gut, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Gut, damit hat sich das erledigt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Oh, meine Sonnenblumen sind soweit. Die werde ich noch abernten. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.